Das Let's Play nimmt sozusagen langsam Fahrt aus. Fahrt auf. 3, 2, 1. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufnahme von Final Fantasy C. Diesmal ausnahmsweise und diesmal im Livestream, weil sonst wird wahrscheinlich diese Woche wieder keine Folge kommen. Deswegen mache ich es diesmal im Livestream. Und deshalb, by the way, im Livestream. Was hast du geschrieben? Außer vom SNES. Na gut, der SNES hat ja auch ein gewisses Alter auf dem Buckel, muss man dazu sagen. Dass der nach, keine Ahnung, nach 10 Jahren auch mal Mucken macht, ist natürlich auch klar. Irgendwo finde ich. Aber dass eine Konsole, die noch nicht ganz so alt ist, schon nach einem Jahr oder so Mucken macht, das ist dann wieder so eine Sache, wo ich so sage, bäh, pfui. Ja, wir hatten gerade das Thema, wie schnell die Konsolen kaputt gehen. Thema. Wir haben gerade das Thema im Stream, wie schnell so Konsolen kaputt gehen, sozusagen. Weil alle meine Konsolen so ziemlich schon ihre Macken haben nach knapp einem Jahr. Was, by the way, finde ich überhaupt nicht geht, wenn man 300, 400 Euro für das Ding ausgibt. Wir sind in der, es ist genau die stille Ebene, so heißt das Ding. Genau, so war das. Long ago, the High Summoner spot Sin here. The road ends here. Beyond, there are no towns, no villages, only endless plains. Many summoners stray from their path and lose their way here. Ja, wenn das Stromkabel kaputt ist, ne, dann ist das natürlich dann wieder eine Geschichte. Ich weiß ja nicht, ob man so ein Stromkabel sich neu kaufen könnte in der Hinsicht. Das ist halt so eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, was das, der SNES für ein Stromkabel benötigt, deswegen. Das weiß ich jetzt nicht. I've always known where to go. I won't let you die. I'll find a way somehow. Ja. Ja. Ja, da gebe ich dir in allen Belangen recht, Marcel. Das Spiel ist einfach nur schön. Let's go. I told Yuna I would find a way. I guess I wanted to believe that words could make it come true. Ich finde auch, es erzählt die Story einfach so unfassbar gut, dass du wirst einfach mitgerissen. So einfach ist das. Oh, ein Gegner. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Was geht denn hier? Wir haben einen Flammenpudding, der gegen Eis empfindlich ist. Oh, das sind natürlich Gegner, die gegen verschiedene Sachen empfindlich sind. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Wir gucken mal, ob ich mit der Waffe, die Titus gerade hat, überhaupt irgendwas reißen kann gegen dies. Aber Yuna ist ja zuerst dran. Yuna kann ja jetzt auch schwarz machen, das ist ja schön. Und zum Glück kann Yuna eine schöne Eisattacke. Sehr schön. Oh, du hast sogar noch überlebt. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. So, da ist Owen eigentlich fehl am Platz gegen das Fieder. Oh, na gut. Das heißt fehl am Platz. Er kann relativ wenig ausrichten, sagen wir mal so. Nee. Oh, Feuer. Die kommen schon, jetzt kommen sie schon mit Feuer. Oh, das könnte böse sein. Das könnte böse sein.
Juna, mach einfach mal. Oder ich möchte, dass die Leute auch noch Punkte kriegen. Lulu, du kriegst noch ein paar Punkte. Wenn du hier mit Eisra kommst. Das kann ja Juna leider Gottes noch nicht. Dann hätte sie ihn dem wahrscheinlich auch mit einem Hit erledigt. Rico braucht ein paar Punkte. Rico! Ja, nee, ist klar, ne? Ist klar, ne? Du hast den Scheiß natürlich überlebt. Ich glaube, ich muss Rico bald mal Blitz-Ra geben oder Blitz-Ga oder was weiß ich geben. Sonst wird das hier nix. Owen, mach bitte den Rest. Ja, ich weiß, die Reise ist lang. Dann wollen wir mal loslegen hier. Hast du was zu sagen? Perhaps you would like to know a bit about these planes. Ja, bitte. Ich bitte darum. As you know, these planes were once a battlefield. A great battle between Bevel and Zanakand, a melee of Machina. That war left this place a barren, lifeless land. Then time passed. The summoners took note of this uninhabited land. Great battles could be fought here with no harm to the common folk. Perfect for a final battle with sin, as it were. Summoners wait here. Ready to perform the final summoning. Ah, to know what they must feel. In any case, when Sin is defeated here, the calm will visit Spira once more. That's why this place is now known as the Calm Lands. Exactly who dubbed it so is unknown. And that, as they say, is that. Okay. Ja, da haben wir schon ein bisschen was wieder erfahren. Hier ist quasi, das ist quasi. Genau, ich bin dann nachher sowieso auf. Ich mache jetzt nur die Aufnahme jetzt, sag ich mal, zu Ende. Und dann bin ich ja sowieso dann auch hier fertig für heute. Dann komme ich zu dir in den Livestream, Marcel. By the way, die Leute, die das auf YouTube sehen, der Livestream wird dann schon vorbei sein, aber da wird bestimmt immer wieder neue Livestreams machen, also schaut mal bei Marcel Nick mal rein. Muss ich auch mal Werbung machen, weil er macht immer Werbung für mich, jetzt muss ich auch mal für ihn Werbung machen. So. Weiter geht's. Irgendwas wollte ich jetzt erzählen, ja genau, wir sind hier, die Stillebene ist quasi der Ort gewesen, wo quasi die Media auf Sinn gewartet haben, um quasi hier zu bekämpfen. Deswegen heißt das Ding wahrscheinlich Stille Ebene. Okay. Riku, tu mal irgendwas, was gut für dich ist. Nicht? Was viel mit Blitz angreifen. Ah, Lulu ist vergiftet. Leck mich. Nein, bitte Eisra machen. Gegen den Flammenpudding. Owen, du machst den noch platt hier. Ich hab gesagt, du machst den platt, Owen. Aber nein, du bist ja Owen. Du musst das nicht machen. Nö, warum auch? Du bist Sau, du. Hast du irgendwas? Zeithieb, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Zack, machst du den weg. So. Die Mare ist schon wieder dran. Oh, Mann. Sehr schön.
stimmt ja. Warte mal, ich glaube, Kimari's Mama hat ja auch Durchbruch gehabt, deswegen. Machen wir jetzt. Ja, Durchschlag, Durchschlag hieß es, genau. Immer die Vater Morgana wieder, die macht wenigstens mehr Schaden. Bäh. So. Hier dieselbe Konstellation an Monstern. Das soll es aber jetzt nicht stören. So geht das. So geht das, Leute. Also, Leute, sag ich. Ihr blöden Viecher. Bäm, da ist wieder einer weg. Hey, Kimari, triff mal. Es würde mich freuen, wenn du mal treffen würdest. Please, do this. Help me, oder so, keine Ahnung. Lulu, geh mal raus und lass mal Wacker ran. Erledigt. Meine Fresse. So geht das. Gut, das Vieh kannst du, das ist ja nicht das Problem, das Vieh zu treffen. Das ist ja fett und unbeweglich, deswegen kannst du das dann treffen. Kimari, ich verstehe dich nicht. Hier laufen Chocobos rum. Was bist du denn für einer? Gehen wir mal gucken, was der von uns will. Willkommen in Rins mobilen Reisebedarf. Wir führen allerlei nützliche Waren. Bevor sie sich in die Weiten der Ebene stürzen, sollten sie sich hier eindecken. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Was hast du zu bieten? Die Glühlanze hat Angriff, Z-Angriff plus 2, plus 5 und plus 3 und Normalangriff plus 5 plus 3. Alter Schwede. Wenn das mal nicht gut ist. Allerdings fehlt mir der Durchschlag. Deswegen. Zauberkonto. Naja, gut. Ist nicht allzu wichtig. Ein Stummwall, ein Steinwall. Wäre nicht schlecht. Aber da müsste ich mir dann meine Abwehr mit wegnehmen, die Lulu ja schon hat. Die Abwehr, sage ich jetzt mal, durch die 3%, die sie dazu kriegt bei beiden. Ansonsten gar nicht mal so übel. Das ist auch nicht so übel. Autokur. Das der Heilarm, okay, für Riku. Okay, wo ich meine haben. Was hast du für Items? Gucken wir mal rein. Davon habe ich noch genug. Habe ich überall noch genug. Gegner. Okay, lassen wir das. Wacker, du bist dran. Du bist dran, Wacker. Das liegt bei Pokémon. Du bist dran. Und nein, man kann sich nicht vor Pokémon retten. Au. Juna ist dran. Ach meine Masse. Hier machen wir Eis. Zack, weg ist er. Und gleich nochmal Eis. Du. Yeah.